Da ist sie. Safety first, haltet sich jetzt am Selfist. Man sollte das eigentlich nicht so belächeln. Weil ich schätze mal, wenn es da regnet, kann es da schon rutschig sein. Glaubt ihm nix. Der redet immer so einen Blödsinn. Grüß euch bei Roman am Berg. So, wir haben uns dazu entschlossen, dass wir eine kurze spontane Runde auf dem Kärntner Storschütz machen vom Seebergsattel aus. Das wird gleich ein kurzes Video, glaube ich. Ich hoffe, dass wir uns wenigstens ein paar Eindrücke liefern können. Mit dabei ist der Isi. Grüß euch. Ja, und dann geht's jetzt los. Schauen wir mal, was das wird heute. Das muss ich. Das heißt, du kannst voll raus. Das muss ich voll hervorheben. Wie geil. Ja, Leben am Limit. Wir gehen wieder einmal den steilen Waldweg auf. Keine Ahnung, wo da noch in die Höhenmeter kommen. Das habe ich immer am allerliebsten, wenn es zuerst nur flach geht und dann musst du auf einmal 500 Höhenmeter gut aufmachen. Genau. Jetzt schaut's einmal her. Da sieht man von hier unten schön das Gipfelkreuz, da wo der Isi hinzeigt. Ja, da müssen wir noch hoffen. Das haben wir aber gleich geschafft. Das. Da werden wir gleich oben sein. Das wird ein kurzes Video. Ja. Und wo geht es jetzt da hin? Da, der schwarze. Der Kreinersteig ist da. Ja, ja. Bei mir gemein Kreinersteig, oder? Wahrscheinlich, ja. Ja. Nicht hier, sondern hier geht es weiter. Und jetzt wird es wieder heiß. Mhm. Und buschig. Was bist du, wuschig? Wuschig. Zum Warten. Das ist schon schön. Ja. Da brauchst du schon fast ein Fußmesser. Ja, aber es ist nicht so schlimm wie am Movier war. So, hat bitte auch noch ein Buschmesser für uns. Beste Wasser, das Beste. Glaubt ihm nix. Der redet immer so einen Blödsinn.
Schaut's. Schaut's, wie der Bergfex da drüber kraxelt. Berg! Ich zeige euch heute nur den Easy, weil ich schwitze wie Sau. Da über die Berg zeigt schon was her. Schau mal, wie weit wir kommen heute. Den Hof ist das schon weit. Ja. Der ist schon weg. Da geht's auf, da auf. Wieder ein bisschen Entlohnung für die steile Wiesen. Prost! Da unten im Tal steht irgendwo unser Auto, am Seebergsauto. Und da geht es dann Richtung Slowenien raus. Weiter auf, bevor es wieder kommt. Hoffen wir, dass wir nicht abbrechen müssen. Der Isi und seine Blumen. Ja, dann wirst du überhaupt nicht mehr auf die Gipfel kommen. Der Isi, safety first, haltet sich jetzt am Seil fest. Man sollte das eigentlich nicht so belächeln. Weil ich schätze mal, wenn es da regnet, kann es da schon rutschig sein. So, jetzt werden wir ein bisschen klettern noch.
So, da schauen wir schon wieder auf die Kärntner Seiten Richtung Karawanken. Sind wir eigentlich gleich bald einmal am Gipfel angekommen. Bleiben wir da rauf. Ja, wirklich alles kamot, nicht wirklich schwierig. Ja, definitiv. Definitiv Absturzgelände da, obwohl man nur ins Gestrüpp fällt, in die Strauchen. Aber passt auf, wenn es da geht. Vor allem, wenn es regnet, stelle ich mir das da nicht so angenehm vor. Ich glaube, da oben, da haben wir es nachher schon.
Ja, wo ist jetzt das Gipfelkreuz? Leitl, es ist soweit. Schaut jetzt, was da auf uns zukommt. Ein Kreuz! Und so ein schönes noch dazu. Hat sich ausgezahlt, die Spontanparty. Ich glaube, der Isi hat dann wurscht. So, das Donaugrollen kommt zurück. Für uns wird es Zeit aufzubrechen. Aber vorher wollte ich noch den Vulkanausbruch da drüben zeigen. Schaut euch das einmal an. Sieht das nicht geil aus? So, ein letzter Blick und jetzt geht's runter. Isi, zeig wohin. Ja, okay, passt. Jetzt war cool, sein Wingsuit. Ja. Das Motor geklemmt. Und wieder in die Latschen rein, weil wir das ja so gern haben. Fliegen wir in die Latschen rein. Ja, und boah, vor allem da stehen die Stollstempel raus. Und deswegen ist es da gefährlich. So. Ah, du jetzt weiter, schau. Ich will jetzt noch weiter. Ja. Diese Richtung. So, vom Gipfel runter, über die nassen Steine. Bitte aufpassen. Jetzt über diese Alm da oben und jetzt haben wir noch circa einen guten Kilometer bis auf den Pasterksattel laut Karte. Der führt uns, wie man jetzt sieht, durch Wald- und Wurzelgelände. Zum Raufgehen wäre das hier sicher der einfache Weg gewesen, aber der andere ist eher besser bzw. lustiger. Ja, Isi, überall hat er was zum Kritisieren. Hey. Der alte Perfektionist. Seebergsattel. Ich kann mir ganz genau lesen. Was regst du denn auf? Richtig chilliger Waldweg ist das da zurück. So, sind wir am Pasterksattel angekommen. Pasterksattel auf 1401 Meter. Und wir gehen dahin. Aber richtig chillig ist da. Da könnte man eigentlich picknicken, gell? In unserem Fall Abendessen. So, von da haben wir es jetzt nicht mehr weit bis zum Auto.
ich verschüsse mich jetzt von euch. Den ganzen Weg werde ich jetzt nicht mehr filmen, weil da haben wir jetzt eigentlich fast nur noch Straßen vor uns, soweit ich das sehe. Ich hoffe, die Tour hat euch gefallen, die Eindrücke haben euch gefallen. Pfiat euch, schönen Abend noch.